Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Ballistic Elvis Burger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video mit zwei wunderschönen Patties vom Rind. Metzgerei Plum in Aachen, die verkaufen so Pakete. 10 Euro im Schnitt, regionales Rind, selbst geschlachtet. Da bekommt ihr für 20 Kilo für 200 Euro ein unglaublich abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Paket. Habe ich mir gegönnt. Dann heizen wir unseren Grill auf. Ich habe einen Anzündkamin voll mit Buchenholzkohle vorbereitet und heize nun einmal meinen Grillrost ordentlich auf. Aber wie kommt es eigentlich zu der Idee, einen Burger zu bauen, der mit Elvis Presley zu tun hat? Das Lieblingssandwich vom King of Rock'n'Roll bestand aus Weißbrot, Erdnussbutter, Marmelade und Banane. Ein PB&J, also ein Peanut Butter und Jam Burger, hatten wir ja bereits. Aber die Idee, eine Banane mit auf einem Burger zu verarbeiten, fand ich einfach so genial. Das musste ich unbedingt einmal ausprobieren. Und so nehme ich mir jetzt hier eine noch nicht ganz so reife Banane und schneide diese in Streifen, die am Ende möglichst gut auf einen Burger passen. Kombinationen von süß und herzhaft, wie jetzt hier bei dem Burger mit Banane, Erdnussbutter und Marmelade, polarisieren sicher. Ich persönlich stehe voll auf solche Sachen. Ich finde die Kombination wirklich großartig. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr den Burger mal nachmachen wollt und ihr kommt hier nicht mit, was die Zutaten und Mengen sind, werde ich die unten noch einmal aufschreiben. Wenn ihr unten in der Videobeschreibung seid, könnt ihr auch direkt mal einen Blick auf mein letztes Buch werfen. Barbecue the American Way. Weitere völlig durchgeknallte und kreative Rezepte rund ums American Barbecue gibt es in diesem Buch. Ihr solltet euch auch ranhalten, von den 4000 Exemplaren, die gedruckt wurden in der ersten Auflage, sind so roundabout 3800 bis 3900 Exemplare verkauft. Also irgendwann gibt es sie nicht mehr, so wie beim ersten Buch, das ist auch ausverkauft. Jetzt grillen wir unsere Patties, ca. 3 bis 4 Minuten von jeder Seite. Man sieht schon, dass die eine schöne Farbe bekommen, also sehr, sehr geil. Wenn das dann auch von der zweiten Seite erfolgt ist, dann geben wir eine Scheibe Käse obendrauf. Ich mache jetzt hier keinen super krassen, herzhaften Cheddar-Käse, sondern eher etwas leichteres, einen milden Käse, irgendwas Schweizerisches. Und dann wandert unser Burger-Patty auf den indirekten Teil. Jetzt nehme ich meine Hexklett-Pfanne, die ist nämlich besonders cool, weil die am Griff nicht heiß wird, und lasse etwas Butter darin schmelzen und braun werden. Und sobald die Butter anfängt braun zu werden, man sieht das in der Mitte sehr schön, gebe ich jetzt meine Bananenscheiben in diese Butter. Dieses Gericht ist sicherlich nichts für Kalorienzähler, aber wer will das schon? So, nach so gut 2 bis 3 Minuten kann man diese dann drehen und die Bananen sollten am Ende so eine schöne goldbraune Färbung haben. Ich würze die am Schluss dann noch mit SPG, Salz, Pfeffer und Garlic, also Knoblauch. Und dann röste ich noch meine Burgerbrötchen an. Hier muss man ein bisschen aufpassen, der Grill hat noch ordentlich Hitze, dass einem die nicht verkohlen. Bei der Wahl der Marmelade ist natürlich alles erlaubt, was gefällt. Ich habe mich hier für Johannisbeere entschieden, aber es geht natürlich auch Kirsche, Erdbeer, was auch immer ihr wollt. Damit bestreichen wir den unteren Teil von unserem Brötchen. Und den oberen Teil bestreichen wir mit Erdnussbutter. Das hier ist so eine crunchy Erdnussbutter. Ich stehe darauf, wenn da so ein paar Stücke drin sind, aber es gibt die ja auch in creamy. Hier ist man übrigens super, wenn man in Aachen wohnt, super bedient, weil da kann man nach Holland rüberfahren. Die haben so viele Sorten von dieser Erdnussbutter, das ist richtig geil. So, Patty, Banane, fertig. So, das Ganze wiederholen wir natürlich jetzt noch für den zweiten Burger. Natürlich kann man auf so einen Burger noch viele andere Zutaten mit draufhauen. Ich könnte mir zum Beispiel auch Bacon gut vorstellen oder halt die Banane noch in irgendetwas einwickeln oder... Ja, nach oben sind dem natürlich noch weiterhin keine Grenzen der Kreativität gesetzt. Mir ging es erstmal nur darum, dass ich mich nicht zu weit von dem originalen Elvis-Sandwich entferne. In dem Fall habe ich ja dann ein Burger-Patty und etwas Käse hinzugefügt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr davon haltet. Hier die Burger nochmal in der Nahaufnahme. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ich habe noch ein paar Videos am Start. Das wird auf jeden Fall eine echte Freude in den nächsten Wochen. Also zumindest freue ich mich schon mal drauf und das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ihr könnt mich auch bei meinen Fanpages besuchen. 0815 Barbecue gibt es bei Insta, bei Facebook und bei TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.